Wir haben hier am Standort Kopenhagener Straße ein weiteres Mal gezeigt, dass wir nicht nur das Rostocker Oval kennen, sondern die ganze Stadt unser Zuhause ist. Wir haben hier vor einiger Zeit die Sportfreianlage im Außenbereich eröffnet. Wir haben vor 2 Jahren die neue Grundschule Kleine Birke hier eröffnet. Und heute ist es endlich soweit, dass der erste Teil der Doppelsporthalle in der Kopenhagener Straße übergeben werden kann. 9,6 Millionen Euro sind hier investiert worden. Ganz viele Fördermittel sind mit dabei und die Halle ist tatsächlich einmal von Grund auf neu. Als nächstes steht an, dass wir die Halle nebenan auch noch fertig machen und das soll 2027 fertig werden. Und dann, glaube ich, ist das Bekenntnis zu Lüttenklein ganz groß und deutlich. Und wir haben ein bisschen was dafür getan, dass die ganze Stadt lebenswert ist und bleibt.